Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 hier im Bio-Projekt auf der Karte Nordfriesische Marschmap in der Version 2.6. Wir sind gerade dabei, hier zu versuchen, den Drescher abzutanken. Das zeigt sich aber als äußerst schwierig hier. Stellt sich so da. Und ja, perfekt. So, der Dresch drischt also schon mal ab. So, Holz müssen wir auch nochmal bald machen. Der kümmert sich schön um die Ballen, genau. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir einmal kurz an der Garage, ob wir hier irgendwas zum Schmähen haben, außer diesen kleinen Mäher. Sieht mir nämlich nicht danach aus. Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir kümmern uns einmal kurz um ein Mähwerk. Die finden wir unter der Kategorie Mähwerke. Genau, da habe ich keinen großen jetzt bei. Da können wir einfach... Die haben eine größere Arbeitsspanne hier, ne? Da könnten wir auch hinten... Ich glaube, wir nehmen die hier. Ne, Moment mal. Ja, hier. Die. Können wir nämlich zusammenhängen. Aha. Die können wir zusammenhängen. Das heißt, wir nehmen die hier. Die sind zwar dafür 2 mm schmaler, aber trotzdem sind sie besser. Haben wir denn schon ein Gedönst? Ne, ich glaube nicht. Wie heißt es? Schwader? Ach so, hatten wir die schon? Ne, ich wollte gerade sagen. Ein Schwader hatten wir oder haben wir auch noch nicht. Das heißt, wir haben uns auch noch einen Schwader zulegen müssen. Arbeitsbreite von 8,9 Metern, 14 Meter. Der ist zu teuer. 9 Meter. 9 Meter, perfekter Preis. Perfekte Breite nehmen wir. Also jetzt müssen wir nur noch einen Trecker finden. Das wird dann wohl auf den hier zulaufen. Den können wir hier erstmal machen und dann zurücksetzen. Das bringen wir noch erstmal ins Silo. Da müssen wir auch auf jeden Fall erstmal einen stark genugen Trecker haben dafür. Wir gucken gleich einmal auf die PS-Anzahl, dann könnten wir es so sehen. Vielleicht müssen wir auch tatsächlich einen verkaufen, ein, zwei Hänger vielleicht noch. Aber dann dürfte es passen. So. Und dann machen wir daraus nämlich Silage und dann können wir uns ernsthaft um Kühe Gedanken machen. So. Ja, das passt hier alles. Sieht ganz gut aus. 92% haben wir drin hier. Einmal auskimmen. So, gucken wir mal kurz hier in der Garage. Wie viel PS brauchen die? Die brauchen... 160. 160 ist geboten. Wir haben hier einen 95er. Wir haben hier einen 90er. Einen 400er. Ja. Wir brauchen einen neuen Träger. Da können wir auch einen aus der niedrigeren Preisklasse nehmen. Der Fente würde sich hier ganz gut anbieten. 145. 143. Ein 143er, das wäre der Deutz hier für 97.000. 143 PS. Ach, das reicht. Wir brauchen 160. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. 160, das wird dann wohl so hier sein, genau. Der bietet sich der hier für 100. 38 an. 138.000. Der Same oder der Fendt für 164. Ich glaube, wir nehmen 138er. Wir brauchen noch 100.000 also. Wir gucken einmal kurz hier. Was machen denn hier so unsere Sachen? Wir haben sehr viel. Nee. 38.000 Liter Heu, Stroh meine ich. Bisschen Hopfen. Ansonsten haben wir hier nichts Wertvolles. Tja, das ist jetzt eine schwierige Sache. Was machen wir jetzt am besten? Wir brauchen 100.000. Gucken wir mal, ob wir irgendwas verkaufen können. Wir brauchen 100.000. Das brauchen wir. Da brauchen wir nicht alle von.
So, den brauchen wir nicht mehr. Doch, den brauchen wir, falls wir mal Mais sehen wollen. Den brauchen wir aber auf jeden Fall nicht. Den brauchen wir nicht. Fliegen werden wir so oder so nicht. Den brauchen wir auch nicht. Der kann auch weg. Kettensäge brauchen wir. Da könnten wir auch einen von verkaufen. Verkaufen wir den hier. Den brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Das Ding bräuchten wir auch nicht. Den behalten wir trotzdem. Den brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Den brauchen wir. Das brauchen wir nicht. Aber lassen wir trotzdem. Doch, das brauchen wir, glaube ich. Den brauchen wir, das brauchen wir auch alles. Das auch, das auch, das auch. Das auch. Ja, oh, wir haben schon genug, glaube ich, ne? 138.000 waren das, oder was wir brauchen, ne? Für den Same, da. 138, jo. Da haben wir den Träger von da am Bau. Nehmen wir natürlich immer mit. Motorausführung. Wir könnten auch auf 152.000 hoch, mit fast 200 PS. Gut zu wissen, Radsetup nehmen wir mal. Breitreifen ist nicht teuer und 139.000, zack. Da haben wir unseren neuen Trecker. Dann können wir das hier direkt alles zusammen am Shop zusammenbinden hier. Da ist er, unser Trecker, unser neuer kleiner Flitzer. Ich würde erstmal die beiden Schneidewerke zusammensetzen. Gerne. Ist jetzt nur die Frage, wie rum. Ich glaube... So wie wir es jetzt gerade machen, ist glaube ich falsch. Soweit ich weiß, müssen die entweder... Ja. So. Jetzt brauchen wir den Schwader. Oder addieren sich die PS, die wir brauchen? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Ansonsten haben wir jetzt zu wenig. So. Jetzt haben wir hinten nämlich noch ein bisschen Gewicht dran. Nicht umkippen, bitte. Er ist schon an seiner Grenze auf jeden Fall. Das kann man sagen. Okay. Dann fangen wir mal mit diesem Feld hier vorne an, würde ich sagen. Müssen wir erstmal einen Feldrennkurs einfahren, genau. Das heißt, jetzt wird erstmal hier alles aufgeklappt. Fangen wir mal mit dem an. Dann machen wir das auf. Dann machen wir das auf. Dann senken wir das. Dann senken wir das. Dann senken wir das. Und dann schalten wir das an. Dann schalten wir das an. Dann schalten wir das an. So. Tja, und jetzt bewegt er sich kaum noch ein Stück hier. So, jetzt ist der Schwader ausgegangen. Das ist zu viel für den kleinen Träger hier. Okay, Moment. Dann lass uns das abkoppeln. Dann lass uns das abkoppeln. Dann nehmen wir den für eine andere Arbeit und nehmen dann den starken Klaas. Ich glaube, der Klaas war für die Sämaschine zuständig, ne? Wie viel PS braucht denn die Sämaschine? Einmal nachschauen, bitte. Die Sämaschine braucht 270 PS. Mann! Entschuldigung, könnte ich... Danke. Das ist auch zu wenig. Also was der Trecker hier hat. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. 270 PS. Wie viel hat denn der andere, den wir letztens gekauft haben, dieser gemoddete? Hier. 220. Und die Sämaschine braucht 270, ne? Wo ist sie? 270, ja. Wie viel hat denn der Klaas? 410. Ja. Lass uns das einmal mal probieren, dass wir den einfach mal jetzt mal an den Rand stellen. Und dann müssen wir nämlich gleich
mit dem, der eigentlich die Sämaschine bedient, Gras mähen, währenddessen wir Ballen pressen, damit wir nichts verlieren an Zeit. Ich meine, Zeit ist Geld, ne? Und dann kann der Trecker, mit dem wir jetzt gerade fahren, mit dem der Same hier, der kann dann nämlich das Gras einsammeln. So, mit dem müssen wir einmal kurz das Hopfen abtanken. Genau, der Klaas ist für die Sämaschine verantwortlich und der mit der Ballenmaschine, der fährt auch schön weiter. Das heißt, das wird auch alles. Stroh sammelt sich da jetzt gerade nicht, wie ich sehe. So, jetzt wieder, okay. So, der ist auch gleich fertig hier, so wie es aussieht. Ja gut, dann müssen wir hier also bald wieder ansehen. Vielleicht sollten wir uns auch mal eine kleinere Sämaschine kaufen, eine zweite. Warte mal kurz und zack. So, jetzt müssen wir mit dem Klaas hier einmal abkoppeln und einmal abkoppeln. Müssen wir mit dem jetzt nämlich schön einmal mähen. Also vorne und hinten brauchen wir, deswegen habe ich das Gewicht auch abgemacht, falls euch das jetzt fragt. Und dann können wir... Alles klar, der lädt alles klar, der lädt einfach ab. Dann können wir nämlich schön mit dem hier Gras mähen und schwaden. Währenddessen der dann fertig ist hier mit mähen und dann sät, können wir mit dem anderen das einsammeln, dann kann das nachwachsen, dann können wir mit dem wieder mähen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Konzept. Das ist halt unser stärkster Trecker, ne? Der ist aber auch echt schon heftig mit 410 PS, das hat nicht jeder, glaube ich. Aber, ach ne, wir hatten ja 170.000, nicht 200 irgendwas 1000. Wenn wir 200.000 haben, können wir uns nochmal so ein Modell hier kaufen. Damit sind wir tatsächlich sehr zufrieden, so wie es hier aussieht. Das ist ja eigentlich für Ast. Für Ast, genau. Ah, das war scheiße. So, einmal. Ey, was die für einen Bremsweg haben, das ist nicht mehr lustig. Da muss ich immer Rückwärtsgang machen und dann Gas geben, wobei das im echten Leben ja eigentlich auch nicht geht. Beziehungsweise einmal vielleicht. Wobei ich noch nicht mal das glaube. So, die können wir nämlich direkt anschalten hier. Dann haben wir den schon mal an. Dann können wir den schon mal angucken. Ankuppeln, nicht angucken. Und auch anschalten. Dann machen wir hier Curseplay auf. Kursaufzeichnung. Aktuellen Feldrandkurs berechnen. Ja. Kursaufzeichnung beginnen. So, dann mähte ich hier nämlich schon mal den ersten schönen Rand hier. Das müsstest du mal kurz selber machen und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, wir spielen hier Landwirtschaftssimulator 2017 Bio. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.